Hallo, kommt rein. Fühlt euch wie zu Hause. Wollt ihr was trinken? Vielleicht Limo? Fast wäre ich auf der Chipstüte ausgerutscht. Die haben sicher die Kinder hier liegen lassen. Lena? Ja, Mama? Wenn ihr Chips esst, dann räumt die leeren Tüten bitte in den Müll. Okay, Mama. Wir machen gerade eine Polonaise. Komm, häng dich dran. Du meine Güte, noch über den Couchtisch? Halt, nicht so schnell! Komm, wir machen einen Tunnel für die Kinder. Ja! Komm mit mir. Jetzt habe ich Durst. Und ich habe Hunger. Ja, ich auch. Auf zum Buffet! Lecker! Chips. Kennt ihr Zinngießen? Ah ja, das habe ich schon mal gemacht. Meine Mama hat sowas gekauft. Sollen wir das spielen? Oh ja! Ich frage Mama. Mama, dürfen wir jetzt das Zinngießen machen? Ja, ich mache das mit euch. Zinngießen, das ist sicher lustig. Anna, hilfst du mir bitte? Wir brauchen den Tisch im Esszimmer. So, ich hole kaltes Wasser und das Zinnset. Ich kenne das noch nicht, ich bin schon gespannt. Dieses Spiel spielt man meistens an Silvester, denn die Form, die entsteht, soll einem vorhersagen, was angeblich im nächsten Jahr so passieren wird. Das ist natürlich nicht ernst gemeint, das ist nur ein Spiel. Man legt etwas Zinn auf diesen Löffel und hält ihn über die Kerze, bis es schmilzt. Dann schüttet man das Zinn ins kalte Wasser. Und jetzt? Jetzt kann man es herausholen. Nach was sieht das denn aus? Vielleicht nach einem Hirsch? Also Hirsch gibt es. Das bedeutet Gewinn in Aussicht. Oh, wunderbar. Wenn es nur stimmen würde. Jetzt dürft ihr. Was soll das sein? Ein Stiefel. Stiefel gibt es nicht. Aber ein Schuh gibt es. Ja, vielleicht bekomme ich neue Schuhe. Schuh bedeutet heiteres Leben. Cool! Ich habe einen Adler, der fliegt. John, vielleicht lernst du ja nächstes Jahr fliegen. Ein Adler bedeutet baldige Heirat. Oh John, davon wussten wir ja noch gar nichts. Also jetzt möchte ich auch mal. Aha, etwas Spitziges. Das sieht aus wie ein Pinsel. Stimmt. Pinsel gibt es sogar. Das bedeutet Ärger mit Handwerkern. Oh nein, bitte nicht schon wieder. Ich habe einen Vogel. Ja, das könnte sein. Das bedeutet ein unvorhergesehener Glücksfall. Toll. Also ich habe einen Hammer oder sowas. Hammer, lass mal nachsehen. Hammer heißt Erfolg durch Kraft. Klar, ich bin ja auch total stark. Ich bin irgendwie schon total müde. Dieses Jahr schlafe ich, glaube ich, vor Mitternacht ein. Nein, das geht doch nicht, Lisa. Dann verpasst du ja das Feuerwerk. Papa hat extra eingekauft und Martin auch. Seid ihr schon müde? Ja. Mia auch. Sie darf jetzt gleich oben schlafen gehen. Ihr könnt euch ja zu Mia dazulegen. Nein, wir sind doch schon viel älter. Wir wollen noch aufbleiben. Klar, vielleicht wollt ihr ein bisschen tanzen, das bringt euch wieder in Schwung. Ja! Komm, wir tanzen. Kommt, steht auf und tanzt alle mit. Schau mal, was für ein kuscheliges Bettchen für dich. Hier kannst du sicher gut schlafen. Mama. Wenn wir nachher nach Hause gehen, dann trage ich dich rüber in dein Bett. Schau, da ist eine Katze. Die ist auch schon ganz schön müde. Ups. Oh nein, ich sitze in der Chipsschüssel. Oh Mann, Malte. Entschuldigung, war keine Absicht. Zum Glück war nur noch ein Rest Chips drin. Kein Problem, das sauge ich gleich auf.
so schon alles wieder weg. Wir haben doch noch diese Konfettikanone. Sollen wir die dann später draußen zünden? Oh nein, das können wir nicht im Garten machen. Du weißt, wie Konfetti im Gras klebt. Das bekommen wir da nie mehr raus. Dann haben wir den ganzen nächsten Sommer Konfetti im Rasen. Ja, stimmt. Na gut, dann machen wir es eben im Wohnzimmer. Ja, da kann ich es wenigstens einsaugen. Kinder, passt mal auf. Jetzt gibt es etwas Besonderes. Wir haben eine Konfettikanone. Wow! Das will ich auch sehen. So etwas hatten wir nämlich noch nie. Aber ich kenne das auch nicht. Papa, ist das laut? Ach, ein bisschen knallen wird's schon. Dann halte ich mir lieber die Ohren zu. Ich will genau drunter stehen, damit ich auch Konfetti abbekomme. Ich aber auch. Das war ja klar, aber wir wollen ja auch im Konfettiregen stehen. Und Achtung, eins, zwei, drei. Wow, das ganze Wohnzimmer ist voll. Du meine Güte. Mega cool. Konfetti-Schlacht. Ja. Ich glaube, das mit dem Aufsaugen wird schon mal nichts. Vielleicht hätten wir die Konfettikanone doch besser bis zum Fasnachtsumzug aufbehalten sollen. Ja, wäre wohl besser gewesen, aber zu spät. Was ist denn hier los? Zum Glück hat Mia einen tiefen Schlaf. Also, ich esse jetzt erstmal noch einen Glückskeks. Kennt ihr das? Da ist so ein kleiner Zettel drin mit einer Botschaft fürs nächste Jahr drauf. Mal schauen, was drin steht. Ob du Glück haben wirst, steht im nächsten Keks. Na super. Den nächsten Keks solltest du aber erst im neuen Jahr essen. In ein paar Minuten ist nämlich schon Mitternacht. Und wir sollten uns doch jetzt schon bereit machen. Oh, ja klar. Ich hole Getränke. Kinder, wir gehen jetzt raus. Es ist gleich Mitternacht. Oh, Feuerwerk! Feuerwerk machen! Ich bleibe bei Mia im Schlafzimmer, falls sie aufwacht. Ich schaue euch vom Fenster aus zu. Ist gut. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Ein frohes neues Jahr! Wollt ihr auch noch einen Glückskeks? Ich mache ihn für euch auf. Und da steht, das neue Jahr wird wunderbar. Wir wünschen euch alles Gute fürs neue Jahr, dass ihr alles erreicht, was ihr euch vorgenommen habt. Und wir hoffen, dass wir gemeinsam hier auf YouTube genauso viel Spaß haben werden wie im letzten Jahr. Jetzt feiert noch schön mit eurer Familie oder euren Freunden und bis bald. Tschüss!